Es wird goldig, The Golden Dram heute, aber Felly 12 Jahre und wie ich finde, nicht nur für Anfänger, ein schöner, milder und eleganter Standard-Whisky. Viel Spaß mit der Verkostung. Herzlich willkommen, meine lieben Leute, hier auf meinem Kanal Whisky Helden. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute schließe ich eine Lücke. Ich habe letztens erschreckenderweise feststellen müssen, dass ich über 300 Reviews habe, aber sowohl hier auf meinem Vlog als auf meinem Blog whisky-helden.de noch keinen Aberfeldy Whisky vorgestellt habe. Mensch, das geht eigentlich gar nicht, weil ich finde die echt super, habe auch den einen oder anderen getrunken und ich dachte mir, heute schließen wir jetzt hier zusammen diese Lücke und wir verkosten hier den Aberfeldy 12 Jahre. Ich habe ein Sample davon, ich habe die ein oder andere zur Flasche hier stehen, nicht vom 12er, sondern von anderen Abfüllungen von Aberfeldy. Die habe ich aber noch nicht auf, weil ich einfach gerade echt zu viel offen habe und so ein Sample tut es ja auch. Ja. Ich schütte mir den schon mal ein, bevor es gleich hier in den wirklichen Review, in die Verkostung geht. Aberfeldy, ja, Hauscharakter, wird ja immer so mit Honig beschrieben, blumig, fruchtig. Das kann ich auch total unterschreiben. Aberfeldy sagt ja selbst, dass dieser honigfruchtige Charakter durch die ungewöhnlich lange Fermentationszeit von knapp oder durchschnittlich 72 Stunden da erzielt wird. Und auch ich muss sagen, dass ich diesen Hauscharakter vollkommen nachvollziehen kann. Ja? 1896 wurde die Brennerei hier von der Familie Duas gegründet. Und auch der Großteil fließt immer noch in den Duas Blend, also in die Blendindustrie. 1998 dann wurde das Ganze vom Bacardi gekauft und ist seitdem oder gehört seitdem auch zu Bacardi. Hier für den 12er 40 Volumenprozent hat man so einen Mix aus Ex-Bourbon und Ex-Sherry-Fässern verwendet und die wurden sind klar Refill-Fässer, aber auch Rechar-Fässer, so wie ich bei Aberfeldy auf der Homepage gesehen habe, heißt, da hat man einmal die Kohleschicht, die verkohlte Schicht abgecharrt und hat neu verbrannt. Ja, so hat man natürlich ein bisschen mehr neues Holz, neuer viel mehr Kontakt mit dem neuen Holz, bei dem natürlich auch nochmal intensivere Aromen mitgibt. Ja, ich kann mir gut vorstellen, die Woche hier, oder nicht die Woche, den Monat Februar vielleicht ein paar mehr Aberfeldys so zu verkosten. Was haltet ihr denn davon? Was haltet ihr so von der Brennerei? Habt ihr Spaß daran? Schreibt mir das doch einfach mal in den Kommentare. Wir gehen jetzt direkt hier in die Verkostung. So, genau. Herzlich willkommen hier in der Verkostung. Ich habe gerade nochmal überlegt, warum das eigentlich The Golden Dram heißt. Ist das jetzt, weil da viel mit Bienen und Honig gemacht wird? Ist ja auch irgendwie so ein bisschen goldig alles. Oder eigentlich ist es, glaube ich, habe ich mal gehört, daher, weil hier das Quellwasser, was hier verwendet wird, der Fluss dahinter oder die Quelle, früher oder immer noch so Goldpartikel mit sich geführt hat oder führt tatsächlich und da irgendwie die Einwohner da das ein oder andere Goldklümpchen gefunden haben. Vielleicht ist es deswegen The Golden Dram, man weiß es nicht. Vielleicht weiß das ja einer und schreibt das ja auch mal in die Kommentare rein. Ja, wollen wir mal loslegen. 40 Volumenprozent hatte ich eingangs erwähnt. Ich hatte auch eingangs erwähnt, dass das für mich ein schöner, milder, eleganter Standard-Whisky ist. Ich kenne den und manchmal erhält man den hier so für 32 oder 35 Euro, was heutzutage bei der bei der Preisentwicklung des einen oder anderen Whiskys immer noch ein sehr stabiler, vernünftiger Preis ist. Von daher gehen wir jetzt rein in die Verkostung. Ja, du hast hier total diese schmeichelnde Nase. Du hast hier sofort, denkt man an fruchtige Noten, blumige Noten, leichte Getreidenoten, Honig. So ein leicht süßlicher Waldhonig. Das erinnert mich so ein bisschen an so ein schönes Müsli, sage ich mal, so ein getreidiges Müsli mit ein bisschen Honig oben drüber, der ein oder anderen Frucht reingeschnitten. Teilweise ist das hier so eine schöne reife Birne, reife Äpfel.
was so die Fruchtkomponente angeht. Man hat hier aber auch so einen Touch, finde ich. So ein bisschen exotischere Früchte. Jetzt nicht so exotisch wie irgendwie Litschi, Papaya. Ich mache es nicht ganz so exotisch. Ich bin hier eher bei so einer leicht gegrillten Ananas, ne, mit so leichten Röstaromen. Das ist jetzt kein Rauch oder so, sondern stellt euch so eine schön süßliche, vielleicht leicht karamellisierte Ananas vor, die man ja gegrillt hat. Aber dieser Honig in Kombination mit diesen warmen Getreidenoten ist super schmeichelnd, gefällt mir wirklich richtig, richtig gut in der Nase. Dann probieren wir das Ding mal. Slange. Auch am Gaumen hat man dieses Getreide in Kombination mit der Frucht und dem Honig. Die Frucht finde ich ein bisschen weniger als in der Nase. Hier kommen jetzt am Gaumen aber ein bisschen mehr noch stärkere Röstaromen, leichte Eichenwürze hinzu. Das Ganze wird etwas herberer am Gaumen, als die Nase hat vermuten lassen. Ja, also deutlich mehr Röstaromen. Der Honig ist weiterhin da, das Getreide ist da, das Ganze hat man aber leicht angebrannt. Ja, das sind so leichte Röstaromen. Ist immer noch kein großes Rauch hier, kein großer Rauch, eigentlich gar kein Rauch, das sind Röstaromen. So ein bisschen flambierte Orangenschale habe ich hier auch drin, Vanille. Wunderbar, angenehm, mild und elegant auch am Gaumen. Jetzt auch an der Nase habe ich noch mal so ein bisschen Bienenwachs, als würde man so ein bisschen an eine Bienenwachskerze schnuppern. Schöne Vanille. Ja, absolut. Mild, elegant. Auch im Nachklang finde ich jetzt nochmal, wenn man sich darauf konzentriert, hat man nochmal mehr Würze. Ja, hier ist wirklich der Spot so ein bisschen auf die Eichenwürze gesetzt worden. Die fällt auch ein bisschen herb aus. Aber auch hier Vanille, könnte ein bisschen angebranntes Karamell sein. Auch hier wieder diese Röstaromen, der Honig. Also ein roter Faden, wobei ich sagen muss, die Frucht gefällt mir in der Nase am besten. Die lässt so am Gaumen und im Nachklang immer mehr nach. Ne? Aber mir gefallen diese warmen Getreidenoten mit dem Honig, den man so drüber geträufelt hat, mit der Frucht, mit der Birne, mit dem Apfel und der Würze. Also wirklich schöner Drum. Und ich habe eingangs gesagt, ich finde, das ist nicht nur was für Anfänger. Sicherlich ein geiler Einstiegswhisky. Ja, für alle, die noch keinen Whisky getrunken haben oder nur den falschen bis jetzt. Ja, nimmt mal den Aberfeldy 12 Jahre. Kann ich wirklich empfehlen. Ich glaube, da kommt man wirklich mit gut rein. Ich empfehle den aber auch jedem Genießer, der schon lange irgendwie in der Whisky-Welt zu Hause ist, einfach als geilen Easy Sipper. Ja? Der macht einfach echt Spaß. Den kann man einfach mal so wegschlabbern. Ja, Fazit. Nase ist für mich hier eine 3,5. Die finde ich wirklich gut, weil die Fruchtkomponente stärker ausfällt. Am Gaumen bin ich hier so ein bisschen bei einer. Ja, muss ich noch mal kurz gucken. Ne? Machen wir noch mal einen Quali-Check. Ne? Einen letzten Quali-Check. Man will ja auch hier eine vernünftige Bewertung abgeben. Die Nase macht halt Spaß, da bleibe ich bei der 3,5. Gaumen. 325 Nachklang, 325. Wirklich eine tolle Abfüllung. Ich finde, für den hier kann man echt den Daumen hoch geben. Macht Spaß.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich über jedes weitere Abo freuen. Ihr verpasst dadurch kein weiteres Video mehr. Und ich sage bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Tim. Tschüss.